Warum das die Stempelsteuer nicht so eine trockene Materie ist und wir unbedingt Ja müssen sagen zu dieser Abstimmung, über genau das reden wir heute im Neu auf den Punkt mit mir, der Stefanie Gardnermann. Stempelsteuerabgabe. Mir war zuerst gar nicht so bewusst, um was es eigentlich genau bei dieser Abstimmungsvorlage. Es geht nämlich wieder mal um Steuern. Und das mal geht es um die sogenannte Emissionsabgabe oder eben auch Stempelsteuer. Wenn ein Unternehmen 1 Million Franken aufnimmt, dann muss sie eine Steuer zahlen von 1%. Also das wäre zum Beispiel auf 1 Million Franken 10'000 Franken. Das Geld hat noch nicht geschafft. Man muss einfach mal, nur wenn man es aufnimmt, das Geld zum Investieren, zum neue Arbeitsplätze schaffen oder zum neue Forschung betreiben, schon mal am Staat etwas abgeben. Die Linken sagen Nein zu dieser Abstimmung. Warum? Weil sie der Meinung sind, dass man mit dieser Abschaffung dieser Steuer einfach wieder nur den Reichen hilft. Also den reichen, grossen Konzernen, die für sie ja das absolute Feindbild sind. Wenn man das aber ein bisschen genauer studiert, ist es so, dass es 2200 Unternehmen betrifft. Von diesen Unternehmen sind 90% KMU. Natürlich sind das ein bisschen grössere KMU, weil ein KMU ist bis 250 Mitarbeiter, gilt es ja als ein KMU. Einverstanden, es betrifft auch die grossen Konzerne. Aber auch Start-ups, die vergisst man nämlich immer wieder. Weil für sie ist es sehr, sehr wichtig, dass sie einfach Geld aufnehmen können. Die Steuer macht natürlich Eigenkapital nicht so attraktiv, weil eben 1% davon schon an den Staat geht. Das heisst, viele Jungunternehmen entscheiden sich dann dazu, Fremdkapital aufzunehmen, was natürlich viel ein grösseres Risiko birgt. Grosse Unternehmen sind auch nicht automatisch ein Feindbild. Die wirtschaftsstarken Unternehmen sorgen dafür, dass wir viele Arbeitsplätze haben, dass investiert wird und dass wir zum Beispiel auch im Umweltschutz immer weiterkommen, weil sie Technologien vorantreiben, die alles viel sauberer macht. Und lustig finde ich auch die Linken ihre Haltung. Erstens mal, sie sind die im Parlament, die in dieser Corona-Zeit am meisten Geld ausgeben wollten während der Budgetdebatten. Die SVP und die Bürgerlichen sind die, die das Budget kürzen wollten. Zudem ist es auch so, dass die Linken Ja sagen zum Mediengesetz. Also dort, wo man wirklich den grossen Medienhäusern einfach Geld gibt. Und die haben ja auch gesagt, sie hören vor allem die Regierung an und möchten das auch unkritisch nachverfolgen. Verstehe ich nicht ganz, warum die Medienhäuser unterstützt werden, die überhaupt nicht kritischen Journalismus betreiben, aber den Unternehmen, die unsere Arbeitsplätze sichern und auch unsere Lehrstellen, denen will man denen nicht helfen. Was auch ganz wichtig ist, wenn man ein bisschen langfristig nachdenkt, ist, wenn die OECD Mindeststeuer kommt, wo alle den gleichen Mindeststeuersatz müssen haben, können wir attraktiver sein, wenn wir sagen, dass wir die Emissionsabgaben nicht mehr haben. Unser Standort wird attraktiver und wir haben einen Wettbewerbsvorteil. Zudem, die Steuer, also das Loch, das nachher entsteht, die 250 Millionen Franken, ist nach einer Studie erwiesen, dass wir in 5 Jahren das Geld wieder drin haben. Zudem handelt es sich um einen Promillebereich des ganzen Budgethaushalts, der hier angeblich verloren gehen sollte. Darum sag auch du Ja zur Abschaffung dieser Stempelsteuer am 13. Februar. Ich freue mich auf deine Meinung und bis zum nächsten Mal bei «Auf den Punkt» mit mir, der Stefanie Gardnermann.